keine Panik, meine Lieben. Und das soll die große Aussage dieses Videos sein, keine Panik. Wir werden uns jetzt gleich anschauen, wie es zu diesem krassen Dip gekommen ist, was da im Generellen abging, wie wir jetzt damit umzugehen haben, welche Möglichkeiten, welche Setups sich jetzt ergeben, werden wir jetzt alles besprechen. Das Wichtigste ist aber erst einmal durchatmen, du bist nicht alleine. Und damit einen wunderschönen Samstagmorgen für dich. Ich hoffe, dir geht es den Umständen entsprechend gut. Wir haben hier gesehen, ein krasses Schlachtfest in den Kryptomärkten. Woher das kommt? Nun ja, Evergrande hat jetzt ein Formular eingereicht, dass sie entsprechend nicht zahlen können. Das heißt also potenziell doch wieder dieser Bankrott vorliegt, was bedeuten kann, dass es eben für die Kryptowährungen bzw. auch für USDT, was dann auch sich letztendlich in den gesamten anderen Kryptowährungen und Token widerspiegelt, dass das sehr, sehr wackelig sein kann, denn ein Großteil des USDT ist eben ein Backup in China. Und dazu habe ich bereits auch schon ein YouTube-Video gemacht. Da gerne einmal Evergrande bei mir auf dem Kanal suchen und dann findest du da die Zusammenhänge, warum schlechte Nachrichten über den Immobilienmogul Evergrande auch die Kryptomärkte so hart treffen. Letztendlich müssen wir sagen, war das der komplette Auslöser. Es kann sein, wir wissen es nie genau. Ja, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 10 verschiedene Meinungen. Was wir aber letztendlich ganz gut abschätzen können, ist, das wird wahrscheinlich einfach nur das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Wir haben letztendlich darüber gesprochen, dass der Markt jetzt sehr, sehr short gerichtet ist. Da haben wir seit den 63K darüber gesprochen und ich habe gar keinen Bock mehr, diese Kommentare dazu nochmal durchzulesen. Ihr könnt es selber machen, wie viele darunter geschrieben haben, dass wir ja hirnverbrannt sind und in einem Bullenmarkt zu verkaufen und so weiter und so fort. Wir sprechen uns jetzt $20.000 tiefer und dementsprechend würde ich sagen, Charttechnik hat seine Relevanz, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte. Und Bitcoin nimmt gerade wieder Fahrt nach unten auf und das ist auch das, was das erste oder sagen wir mal das zweite dann in diesem Video besprochen werden sollte. Hier haben wir die dynamische Unterstützung gebrochen. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Schatten. Das bedeutet also, hier unten kann der Markt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nochmal hineindippen. Ja, ob es dann weitergeht, wissen wir nicht genau. Schauen wir uns das gleich mal in der größeren Zeiteinheit an. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal jetzt hier in diesen Schattenbereich gehen, ist extrem hoch. Denn das ist ein sogenannter Richtung Schatten nach unten. Richtung Schatten haben wir hier sehr, sehr häufig auch schon besprochen. Das heißt, ich denke, ich muss hier nicht nochmal darauf eingehen, aber Richtungsschatten sind immer von sehr, sehr großer Bedeutung. Wir haben sogar bei den 51K den Richtungsschatten gesehen, der war mit Kusshand gefüllt, bevor dann letztendlich die News kamen und der Markt richtig eingebrochen ist. Jetzt haben wir erstmal eine sehr, sehr starke Korrektur hingelegt. Wie gesagt, auf kleinerer Zeiteinheit sehen wir sehr deutlich, das Potenzial nach unten ist deutlich größer als nach oben. Also auch hier wird nicht der starke Bounce mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Ich habe auch schon die ersten Stimmen gelesen wieder. Ja, ist doch super, jetzt haben wir auf Tagesbasis den Support angetestet und jetzt geht es hoch auf 78K. Leute, hört auf mit dieser scheiß Vorhersage. Ich könnte kotzen, ganz YouTube, ganz Instagram ist nur voll von diesen Permabullen, die einfach selbst ihre Hoffnung da reinlegen und dir irgendeine Scheiße erzählen und dich um die letzten Euro bringen, weil du dann auch noch Vertrauen schenkst von irgendwelchen Pommesbuden-Tradern, die sich das über Google beigebracht haben oder über irgendeinen anderen Instagram-Coach, ja, der sich die Scheiße da zurechtfakt, nur damit du dein letztes Geld in Bitcoin pumpst, Angst hast, das zu verpassen, mit FOMO bei 60k reingehst und da jetzt mit dem dicken Loch im Portemonnaie aufwachst. Das ist Scheiße. Das ist, auf Deutsch gesagt, einfach nur Scheiße. Und ich bitte dich, dass du dich, wenn nicht vorher, dann bitte jetzt mit der Thematik etwas besser auseinandersetzt. Ich habe diese 4 Videos zum Thema Was tun im Crash nicht umsonst gemacht. Ich weiß, die Soundqualität war scheiße. Trotzdem auch da, wer es hören will, der kann es hören. Ja, und es gibt genug Leute und genau darüber haben wir gesprochen, was im Crash passiert. Und bevor wir jetzt nochmal tiefer in den Chart gehen, lass mich dir nochmal sagen, auch ein Crash, auch eine Korrektur muss sein. Wenn wir das Ganze mal auf größerer Zeiteinheit betrachten, auch eine Korrektur wie diese ist vollkommen in Ordnung. Wir haben gerade mal jetzt für den gesamten Impuls, haben wir jetzt hier gerade mal, ja, das 61er Retracement angetestet. Ja, wunderbar, da ist noch super, super Platz. Aber trotzdem, wenn du halt einfach blauäugig daran gehst und einfach sagst, ich vertraue den Instagram-Gurus, die das sagen, was ich hören will, mehr als allem anderen, dann bist du letztendlich einfach ausgeliefert. Und das ist das. Das ist wissenschaftlich benannt der Tinkerbell-Effekt. Der Tinkerbell-Effekt verleiht etwas einen Wert, nur weil wir glauben, dass es einen Wert hat. Und das akkumuliert sich gerade in Bitcoin so, weil jeder Heini sich denkt, okay, ich brauche nicht hart arbeiten, ich brauche nicht die technische Analyse erlernen, ich male ein paar bunte Linien in den Chart und kann deswegen den Preis vorhersagen. Du willst das hören, weil du auch investieren willst, weil du auch morgen reich werden willst.
Und so ergibt sich dieser gesamte Tinkerbell-Effekt zu einer Tinkerbell-Lawine. Es explodiert alles und dann will es keiner gewesen sein. Also, erinnere dich erstmal zurück, was ist deine Struktur, was ist deine Strategie gewesen? Bist du long-term im Markt drin, dann bleib drin. Wenn du Bitcoin langfristig halten willst, bis 2024, 2025, was weiß ich nicht alles, dann bleib drin. Dass der Markt Korrekturen zeigt, ist normal und das muss er. Der Markt könnte sonst nicht funktionieren, weil es sonst keine Umverteilung geben würde. Das heißt also, wenn du langfristig orientiert bist, bleib drin, durchatmen. Ja, dann sieh das Ganze auch als Invest. Du checkst ja auch, oder im besten Fall checkst du nicht deine Aktien jeden Tag oder jede Stunde. Im Kryptobereich ist das halt ein Hobbysport geworden, weil sich damit sehr, sehr viele Affiliate verdienen lässt, weil sich damit sehr, sehr viele Mitgliedschaften verkaufen lassen. Deswegen ist alles voll. Aber auch hier nochmal bitte, bitte, bitte drauf achten, einfach etwas Abstand zu der Sache nehmen, und wenn du langfristig orientiert bist, dann langfristig. Bist du mittelfristig orientiert, dann ist es hier sehr, sehr stark nach unten gegangen. Ja, der Trend ist jetzt gebrochen, das war er aber vorher auch schon. Und deswegen haben wir hier schon gesagt, da ist wenig zu holen für einen Long Trade, ja. Das hat dir die Charttechnik gesagt. Vielleicht nicht der Pommesbuden-Trader von nebenan, aber die Charttechnik, spätestens auf diesem Kanal hast du es hier gesehen. Da ist der Markt jetzt ordentlich nach unten gedippt und wir haben immer noch Abwärtspotenzial, nämlich dieser Schatten hier unten. Wenn wir uns das mal anschauen, was solche Schatten bewirken, gerade auf Wochenbasis, sehen wir, dass die früher oder später gefüllt werden. Entsprechend auch hier, vielleicht kann es kurzfristig jetzt etwas nach oben gehen, ja, eine kleine Korrektur, weil natürlich jetzt mit sehr viel Buying Power, ob es El Salvador ist, ob es große Whales sind, dann natürlich mit Kurshand reingekauft werden kann, aber, wir werden uns nicht schnell erholen. Und das steht eigentlich so im Buche. Also da bitte wirklich einfach nur aufpassen, wenn du hier siehst, dass letztendlich sich eine starke Abwärtsdynamik wieder weiterentwickelt, dann nicht einfach blind reinkaufen. Schau dir das an, dieser Schatten hat eine recht dominante Größe im Vergleich zu den vorherigen Schatten. Und die werden vor allem auch auf Wochenbasis oder auf kleinerer Zeiteinheit sehr, sehr gerne gefüllt. Das heißt, also ein guter Kaufbereich ist überall, Hauptsache unter dem aktuellen Preis. Da ist ein guter Preis. Ja, alles, was hier drunter liegt, ist schon ein guter Preis. Und damit kannst du dir einen Gefallen tun. Das heißt also, wenn du mittelfristig orientiert bist, auch wenn du short drin warst, wenn du hier mit den Videos gearbeitet hast, Glückwunsch, viel Geld gemacht. Ist das nicht passiert, auch in Ordnung. Glückwunsch, du hast eine Lektion gelernt. Hör auf, dich selbst zu bestrafen, hör auf zu sagen, der und der ist da schuld, hör auf, anderen Menschen Verantwortung dafür zu geben oder Hass zu verteilen, dass du halt sagst, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich nicht alles, die und die sind da schuld, weil die und die haben das gesagt. Nein, du trägst die Verantwortung für dein Handeln. Du entscheidest, wem du glaubst, du entscheidest, wem du folgst, du entscheidest, welche Handlungen du trägst. Deswegen hör auf, anderen Menschen Verantwortung für dein Handeln zu geben. Lerne selbst daraus, und das ist das Beste, was du machen kannst. Du kannst nicht für andere Menschen lernen, du kannst nicht aus anderen Menschen lernen, du kannst aber aus deinen eigenen Erfahrungen lernen. Das heißt also, wenn du hier long drin warst, abhaken, vielleicht hast du einen Verlust hier, vielleicht bist du break-even raus, wie auch immer, abhaken. Bist du kurzfristig drin, schauen wir uns jetzt langsam mal an, was hier abgeht. Auf Tagesbasis starker Dip, und zwar genau in dieses Liquiditätsfeld hier. Wir haben die 51K-Marke gestern sehr, sehr schön erstmal kurzfristig gehalten, haben da deutlich Profit gemacht, ja, haben da um die 2K gemacht. Ich habe es gestern gepostet, auch auf Instagram. Dann sind wir jetzt break-even wieder rausgeflogen, weil eben der Markt sich dazu entschlossen hat, weiter nach unten den Abverkauf zu starten. Und dadurch ergeben sich natürlich neue Levels, die wir jetzt hier betrachten wollen. Und diese neuen Levels, die sind definitiv noch etwas weiter unten. Wir sollten ein bisschen aufpassen, was es der Markt hier zeigt. Bei den 47K oder 46,5 haben wir so eine kleine Bounce-Möglichkeit, sodass wir hier erkennen, potenziell kann der Markt hier sich erstmal ein bisschen seitwärts bewegen, was wir auch erkennen können, denn hier in diesem Bereich zwischen 52K und 40K ist viel Liquidität. Da haben wir sehr, sehr schön aus dieser Aufwärtsstruktur eine kleine Korrektur gezeigt, die dann auch mit dem Bruch des dynamischen Widerstandes sehr, sehr schön seine Trendfortsetzung gezeigt hat. Sehr schön lehrbuchartig, und sowas kann natürlich auch passieren. Wir können runterdippen, wir haben hier diesen großen Schatten, das heißt, auch hier können wir potenziell, sehen wir hier, ja, können wir potenziell so eine Bewegung machen, kleine Bewegung hoch, dann geht vielleicht nochmal ein bisschen weiter runter, dann hier nochmal die Seitwärtsbewegung, und dann können wir potenziell mit dem Break wieder neue Höhen erreichen. Also da alles in Ordnung, aber wie gesagt, diese Szenarien, die sich hier jetzt ergeben, die kennen wir. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, das kennen wir, was hier passiert ist. Ja? Wir haben genau darüber gesprochen, dass das passiert. Und jetzt sind wir eher in so einem Szenario wie hier. Wir haben einen starken Schatten nach unten. Wir können uns jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
direkt nach oben bewegen und sofort wieder moonen, was die meisten jetzt wieder auf ihren Instagram- und YouTube-Kanälen posaunen wollen. Morgen wieder 100k, Bullshit. Morgen vielleicht eine kleine Erholung, aber erstmal seitwärts. Impuls, Akkumulation, Distribution, Trendinitiation. Ja? Das hat sich mittlerweile als sehr, sehr solides Konzept herausgestellt. Impuls, Akkumulation, Distribution, Distribution, Trendinitiation. Das heißt also auch hier, was erwarten wir unmittelbar die nächsten Tage? Es kann auch wie hier jetzt morgen 1.000, 2.000 Dollar nach oben gehen, auf die 50k vielleicht. Wir haben hier ein Volumenklasse, das heißt irgendwo hier in dem Bereich, ja, werden wir potenziell seitwärts laufen müssen. Irgendwo in diesem Bereich. Und dann haben wir, letztendlich, wenn wir hier seitwärts laufen, erstmal diese Stabilisierung und dann kommen die Fakeouts, die ordentlich wieder auf die falsche Fährte locken. Fakeout nach oben, Fakeout nach unten. Das Ding ist bei diesem Fakeout nach unten, der wird besonders spannend, weil wir hier diesen Richtungsschatten haben. Das heißt, auch hier könnten wir diesen Richtungsschatten füllen. Bei den 42,5 ist jetzt unser nächster großer Kaufbereich. Wir schauen uns das hier mal an. Da hat der Markt sauber drauf reagiert, auf dieses Level. Ich mache es mal wieder sauber. Ja, da haben wir sauber reagiert. Das heißt, in diesem Bereich könnten wir potenziell nochmal die Füllung dieses Schattens sehen. Damit testen wir auch nochmal mit voller Kerzengröße quasi diesen Akkumulationsbereich an. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir hier sehr, sehr schön auf die Lauer und schauen, ob wir einen Break dieses dynamischen Widerstands bekommen. Mit dem Break nach oben, Akkumulation, dann kann es weiter nach oben gehen. Also das ist die Marschrichtung. Das ist die Marschrichtung. Das zeigt uns der Chart. Kann es anders kommen? Ja. Kann hundertprozentig anders kommen. Muss es anders kommen? Muss nicht. Es kann sein, dass das genau trifft. Wir lagen mit einigen Analysen in den letzten Wochen sehr, sehr richtig. Aber nichtsdestotrotz, alles kann, nichts muss, weil wir eben entsprechend nicht in die Köpfe von Millionen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern sehen können. Aber wir können anhand der Strukturen, wir können anhand der Bewegungen abschätzen, wie sich das Sentiment verhält, wie die Informationen sind. Und dann können wir da auch letztendlich, ich sag mal, mehr oder weniger Handlungen ableiten. Wir können natürlich mal schauen, was jetzt hier, wie hieß das nochmal, nicht Bitcoinity, sondern The Block Crypto. Wir können mal schauen, die Liquidierungen, die müssen jetzt auf Rekordhoch sein fast. Wir haben diese ganz, ganz krassen Schatten gesehen. So, gucken wir mal rein. Bitcoin Liquidations, Long Short, geht sogar Long Liquidations. Wahrscheinlich hat er das hier einfach noch nicht verarbeitet. Ja, ist noch okay. Ist vom 2.12., der 3.12. gestern kommt noch und heute. Deswegen schauen wir uns das dann entweder heute Abend oder morgen an, wann das Ganze hier dann auch geupdatet ist. Aber ein ganz wichtiger Punkt, ja. Wir machen jetzt auch Schluss für dieses Video. Bitter ist es. Bitter ist es, kannst du alles vorhersehen? Nein. Aber dafür hast du ein Chancen-Risiko-Verhältnis, dafür hast du eine sehr, sehr schöne Arithmetik, die dir da helfen kann, Chancen gegen Risiko langfristig outzuplayen. Versuch, einen kalten Kopf zu bewahren. Versuch auch jetzt, keine FOMO zu bekommen. Versuch auch jetzt, dich nicht zu versuchen, diesen One Big Trade, dass du halt irgendwie diesen Lucky Shot versuchst zu machen. Versuch einfach Schritt für Schritt das Ganze jetzt hier aufzubauen. Versuch dich hier einfach sehr, sehr schön auch auf die Märkte einzulassen, reagieren, überantizipieren. Das heißt auch hier, was der Markt dir zeigt. Und vor allem mit diesen Videos hast du hier eine sehr, sehr, ich sag mal, strukturierte Herangehensweise, Übersicht, was uns der Markt zeigen kann. Und wenn du das Ganze hier siehst, dann siehst du, alles unter dem aktuellen Preis ist ein guter Kaufbereich. Ja. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Halte durch, wir hören uns heute Abend wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis später.